So, und jetzt haben wir mehrere Quests zur Auswahl. Und wie sie schon gesagt hat, gibt es immer bestimmte Quests, die man machen muss, um neue Quests freizuschalten. Das wäre jetzt in dem Fall, wie gesagt, oder wie sie schon gesagt hat, der Farmhelfer, was 5 Jagiasal jagen ist. Und dann die Innereien zum Abendessen. Besorge 3 Monster-Innereien. Der Rest ist nicht unbedingt notwendig, um neue Sachen freizuschalten. Ich werde ihn aber wahrscheinlich trotzdem machen, einfach bloß, weil ich gerne alle Quests abgeschlossen habe. Und dann würde ich sagen, packen wir mal unser ganzes Zeug weg. Weil das brauchen wir auch bei den Jagias nicht unbedingt. Vor allem, da wir so viel Blödsinn haben. So, das weg. Und ja, dann würde ich sagen, arbeiten wir uns von oben nach unten durch. Erstmal. Das heißt, wir fangen an mit den Farmhelfer. Was 5 Jagias wären. Kein Problem. So, wir gehen wieder zu unserer blauen Box. Holen wieder das ganze Zeug raus, wie immer. Nehmen dann aber gleich mal die Ration, damit wir einfach ein bisschen mehr Ausdauer haben. Und gehen dann in Gebiet 6, weil da sollten die Viecher sein. Ah, hier sind jetzt auch schon Yagis. Okay, die können wir aber auch kurz erledigen. Also bloß, falls sie dann Monster noch ein S geben. Nee, und das andere? Nee, auch nicht. Okay, wir haben kein Glück beim Monsterknochen. Gibt es eigentlich einen schnelleren Weg zu Gebiet 6? Eigentlich nicht. Naja. So, da ist auch schon das erste Yagia. Yagias, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das waren einfach bloß weibliche Yagis. Weiß ich jetzt aber nicht mehr genau. Zumindest ein bisschen stärker, ein bisschen größer, aber sonst nicht weiter wild. Gucken wir mal, was wir da bekommen. Ja. Aber die kann man wenigstens zweimal aufschneiden. Für zweimal vogelwebbaren Reißzahn. Toll. Hat rein gar nichts gebracht. Gucken wir hier nochmal kurz. Oh, es gibt's doch nicht, dass ich kein Monster genau ein S bekomme. Ja, natürlich ist immer das Zeug, das man haben will. So, und dahin sind sie schon. Ich würde sagen, wir rennen gleich durch und versuchen hier mal ein bisschen was zu erledigen. So, und egal, wer uns jetzt halt. Achso, weil meine Waffenstärke niedriger ist, kann ich jetzt nicht mehr so eine große Kombo machen. Toll. Egal, erlegt sind sie trotzdem. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt Nachschub kommt von denen. Sollte eigentlich. Ja, es sind gerade ziemlich viele Yagis. Aber das können wir ändern. Sehr schön. Du nochmal, dann halt. So, und du nochmal. Nicht die Kamera verstellen. Toll, jetzt sind währenddessen die Yagias verschwunden. Egal, wir haben ja noch ein paar Yagis. Und vielleicht sind in Gebiet 7 nochmal ein paar Yagias. Ich weiß es nicht. Na, das war so spät. Aber wir haben einen Rätselknochen. Kann man auch gebrauchen, um Zeug halt herzustellen. Wie so vieles. So, uns sind hier noch ein paar. Ja, Tatsache, da ist schon mal ein Jagia. Ich weiß gar nicht, dann haben wir jetzt, glaube ich, 5. Sollte es sogar reichen? Ja, wir brauchen nur bloß 5, oder? Ja, Tatsache, sehr schön. Damit hätten wir das auch schon geschafft. War ja jetzt nicht so schwer. Die 2 Yagis können wir uns auch noch holen. Jetzt in dieser 1 Minute noch. So, komm her. Sehr schön. Und was haben wir hier bei dir? Na, das gibt es nicht. Das gibt es wirklich nicht. Dass ich keinen einzigen von diesen Monsterknochen bekomme.
Naja. Vielleicht bekommen wir ja bei der Questbelohnung ein paar. So. Können wir hier noch irgendwas sammeln? Da vorne sind Pilze. Kommen wir da noch ran? Ja, wir können sogar noch mal sammeln. Ein einmaliger Pilz. Gibt wenigstens ein bisschen Geld halt. Und Blaupilz. So, mal sehen, was wir bekommen. Hoffentlich ein paar Monsterknochen ist. Sieht gut aus. Oder es sind Rätselknochen. Ja, Monsterknochen ist sehr schön. Und noch mal einer. Ich hoffe, das reicht jetzt. So. Was haben wir denn bekommen? Achso, 1000 Zenny für die Dings, für die Quest und 50 für die Vorrats... Quatsch, für diese besonderen Objekte. So, damit haben wir das geschafft. Ich gehe da hoch zum Schmied, weil der sollte mir jetzt die... Halt, ne, das. Die Hundekatana, genau. Macht ja ein bisschen mehr Schaden, ist aber nicht ganz so scharf wie unsere andere Katana. Aber sollte passen. Ja, damit können wir dann noch gleich kämpfen, würde ich sagen. Obwohl eigentlich für die kleinen Viecher immer noch die, naja, die Doppelklingen besser. Verstauen können wir das... Ah, ich mach's immer wieder. So. Verstauen können wir das ganze Zeug noch. Halt, so. Ich wollte aber Ausrüstung ändern. Und zwar die Doppelschlingen wieder. Und dann gehen wir zu der nächsten Quest. Die da wäre Innereien zum Abendessen. Besorge drei Monster-Innereien, das haben wir ja schon gesehen. Die gibt es von den Epioff. Da im Wasser und ja, sollte jetzt auch nicht das Schwerste werden. Blöd ist halt, dass man solche Sachen immer abgeben muss und ja, dann man da halt ins Wasser laufen muss. Dauert es zumindest der Rückweg dann halt eine Weile. Auch noch. Hallo, weißt du, ich lebe für mein Leben. Ich lebe für meine Arbeit. Also bin ich wieder hier, um dir noch mehr Tipps zu geben. Du Glückspilz. Hast du eine Quest bekommen, solltest du zwei Dinge sofort tun. Nummer 1, überprüfe das Questzeitlimit. Nummer 2, nimm Objekte aus deiner Vorratsbox. Halte dich bei beiden Sachen einfach an die Regeln, dann wirst du eine lange Jägerkarriere haben. Viel Glück. Gut. Und da sehen wir schon, für manche Quests bekommen wir sogar besondere Sachen, sage ich mal. Und zwar bekommen wir hier jetzt eine Harpune. Können wir einfach mal einpacken und Mini-O2-Vorrat. Das heißt, das füllt unser Sauerstoffvorrat wieder auf, wenn wir den, ja, den Trank nehmen. So, und hier gibt es so einen kleinen Geheimweg. Damit kommen wir schnell in Gebiet 9. Gleich durch. Ist ganz angenehm. So, da können wir noch ein bisschen was sammeln, aber es gibt nicht so was Besonderes. Und dann sind wir schon auch schon beim Meer. Na ja, toll, ich habe vergessen, die Dings zu nehmen. Ration zu nehmen. So, damit wir es ein bisschen länger aushalten. Und so, sehr schön. Da haben wir auch schon das erste. Mal sehen, ob wir da was rausbekommen. Aus dem Vieh. Na komm. Bist du tot? Sieht so aus. Sehr gut. Da haben wir eine Hydrohaut. Und noch was. Noch ein Monsterknochen ist. Jetzt, wo wir keine mehr brauchen. Na gut, die Dinger kann man immer gebrauchen, aber sonst. Jetzt halt gerade für die Waffe nicht. Sonst ist hier aber gar keins. Okay. Na, die können sich auch in Gebiet 11 rumtreiben, denke ich. Schauen wir einfach mal. Müssen sie ja, weil ich meine, sonst haben wir kein Unterwassergebiet mehr. Und wir brauchen ja noch ein paar von den Dingern.
Oh, verdammt, den habe ich ja ganz vergessen. Oh. Oh nein! Werter Jäger, das ist schrecklich. Diese Kreatur vor dir ist der Lagiakrus, das Meeresmonster, das unser armes Dorf heimgesucht hat. Sehr übles Timing. Entspannen. Ich muss mich entspannen. Atmen. Puh. Jetzt nicht zu weg, aber schnell. Wenn du unbedingt Questobjekte haben willst, nur zu, aber nimm ein Gebiet, wo kein Lagiakrus zu sehen ist. Sei nicht waghalsig, diese Kreatur ist jetzt nicht. Bist du jetzt nicht gewachsen. Lebe weiter und gehe auch morgen uns noch zur Jagd. Okay, das hört sich nach einer guten Idee an, aber das Vieh da in Ruhe zu lassen. Solange es uns noch nicht gesehen hat, ist alles gut. So, und das sind jetzt auch ein paar Epioth, okay. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass der Lagiakrus nicht in unser Gebiet kommt. Und wenn, dann sollten wir schnell abhauen. Oh, hier sind gerade so viele Epioth. Das wäre jetzt sehr, sehr blöd, wenn er jetzt kommen würde. Ja, komm. Haben wir schon eine Monster-Innerei? Ich weiß es gar nicht. Von dem ersten Vieh schon bekommen. Ne, das ist unsere erste. Okay. Dann haben wir eins von drei. Kein Lagiakrus zu sehen. Versucht es hier mal zu beschleunigen. Naja. Geht nicht wirklich. So, damit haben wir schon hoffentlich Nummer 2. Oh, die Viecher brauchen immer so lange, bis man sie aufschneiden kann. Komm, so jetzt. Hydrohaut, das bringt mir gerade überhaupt nichts. Und Monsterknochen ist toll. Jetzt werde ich zugeschüttet mit den Dingern. Okay. Du nochmal. Halt, komm her. Ja, so. Ja, unter Wasser jagen ist schon was. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich es auch einfach nur nicht gewöhnt, aber ich finde es irgendwie komisch. So. Wir haben bisher immer noch nur noch eine. Und es wird sich scheinbar nicht ändern. Nee, wird es auch nicht. Dann hoffentlich haben wir bei dir mehr Glück. Weil sonst haben wir hier jetzt. Doch, da hinten ist noch eins. Und sonst müssen wir jetzt ins Lagiakrus-Gebiet. Ah, da ist auch nochmal eins, okay. Wir haben noch Chancen. Ich frage mich auch, wie lange der Lagiakrus irgendwie bleibt. Ich dachte eigentlich auch, nach einer kurzen Zeit wechselt er das Gebiet. Aber hey, von mir aus, dann können wir hier jetzt noch ein bisschen sammeln. So, beide vielleicht. Na komm, nee, okay, jetzt aber. Sehr schön. Oh, verdammt. Oh. Lass mich. Ja, der hat sich dann wohl ein bisschen angeschlichen. Das ist jetzt ganz doof. Langsam vorbeischleichen. Ja, gut. Also es ist gar keine gute Idee, sich mit dem Lagiakrus heranzulegen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja, genau, geh doch darüber. Das machst du ganz brav. Das Problem ist, ich glaube, wenn er uns einmal gesehen hat, dann kommt er uns relativ schnell hinterher. Ja, oder er interessiert sich wenig für uns. Ist auch sehr schön. So, hoffentlich hat er hier ein paar Epioth übrig gelassen. Ja, Tatsache, da schwimmen sogar zwei ineinander. Sehr interessant. So, was haben wir hier? Kommen mal ein paar Monster-Innereien. Wäre voll nett. Ja, rohes Fleisch, das ist fast. Und Monster-Innereien, wunderbar. Da unten sind noch zwei und dann, ja, müssen wir hier auch irgendwie wieder aus dem Wasser raus. Das ist das Blöde. Jetzt, wo er gerade Gebiet 10 versperrt. So, und da unten sind auch Haie, die kann man mit der Harpune auch erlegen. Ich weiß gar nicht, was die geben. Geben die vielleicht irgendwas Besonderes? So, erlegen wir sie mal. Der zappelt hier ein bisschen rum, ist aber noch nicht tot. Jetzt. Nee, immer noch nicht. Das wollte ich nicht. Ja, nee, okay, er ist immer noch tot. Kann es viel mal drauf gehen? Halt, hier geblieben. Hier geblieben. Jetzt habe ich schon so viel verbraten. Komm, ja, und nochmal. Und nochmal.
Und nochmal. Harpune zerbrochen. Ganz toll. Nochmal. Und nochmal. Mache ich irgendwas falsch, oder? Jetzt ist er draufgegangen. Endlich, okay. Was können wir von dem holen? Rohes Fleisch. Gut, also es gibt auf jeden Fall bessere Methoden, rohes Fleisch zu sammeln. Ich denke, das hat man gesehen. So, natürlich ist der andere Hai auf uns aufmerksam geworden. Ganz toll. Und ich sollte hier eigentlich schnell Monsterinnereien sammeln, um vor dem Lagiakus zu fliehen. Der hoffentlich jetzt nicht kommt. Nee, das dahinter ist bloß ein Epioff, oder? Ich hoffe es einfach mal. Nee, das ist der Lagiakus. Aber der hat es noch nicht gesehen. Ja, und zwar tatsächlich noch nicht, weil jetzt könnt ihr uns sehen. Oder er schwimmt da ein bisschen rum. Komm, letzte Chance hier. Wahrscheinlich ganz gut, dass er da gerade hier ist. Weil dann können wir uns schnell aus Gebiet 10 schleichen. Na gut, so viel zum Schleichen. Oh oh. Oh, da ist nochmal ein totes. Komm schnell. Monster da rein, sehr schön. Und weg hier, weg hier. Einfach nur weg hier. Ja gut, nicht in der Reichweite von dem Gebrüll. Sehr schön. Schwimm schneller. Und weg hier. Weg hier, weg hier. Ich hasse es, wenn die Gebiete noch ein bisschen reingehen. Sehr schön. Der sollte uns jetzt so schnell nicht verfolgen. Zumindest sollten wir hier relativ gut aus Gebiet 10 rauskommen. Oder zumindest aus dem Wasser rauskommen. Da werden jetzt noch ein paar Epioff, aber ich habe jetzt schon so viele von den Viechern in der Jagd, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. So, sehr schön. Endlich wieder an Land. Und endlich wieder ohne Lagiakus im Nacken. Können wir jetzt auch diese Quest hoffentlich abgeben? Ich denke, wir haben sogar... Wie viel brauchen wir denn? 3. Okay, da habe ich irgendwann nicht mitbekommen, dass wir eine Monsterinnerei gesammelt haben. Egal. Haben wir es zum Schluss nochmal ein bisschen spannender gemacht. Ist ja auch schön. Das Traurige ist, wir können leider die Abkürzung hier in Gebiet 9 rein aus dem Basislager nicht wieder zurücknehmen. Das heißt, wir müssen leider den ganzen Weg latschen. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. So, da vorne sehe ich schon ein paar Yagis. Die können wir aber jetzt in Ruhe lassen, weil wir haben ja jetzt auch die Monsterknochen. Gut, die hatten wir davor schon, aber jetzt haben wir auch mehr als genug Monsterknochen. Also sie kommen mir blöd, was sie jetzt aber gerade nicht tun. Deswegen können wir alle friedlich weiterleben. So, die Abdonov dürfen dieses Mal auch ausnahmsweise friedlich weiterleben. Glück gehabt. Und dann geben wir jetzt die Quest ab. Hat auch überhaupt nicht lange gedauert. So. Und Abtonov oder Kraut? Kraut, komm, was haben wir hier? Kraut halt. Sehr schön. Ist mir eigentlich auch lieber als alles andere, weil das andere Zeug kann man nur bedingt nutzen, während man Kraut halt zu Tränken machen kann. Was sehr gut ist. Oder was man halt auch immer gebrauchen kann. So, was bekommen wir denn hier? Hier bekommen wir viel Hydrohaut, Monsterknochen, rohes Fleisch, ein bisschen, ja, was halt die Epioff so geben und was es so ein bisschen im Wald gibt. Gibt auch wieder 1000 Zenny, das ist ganz, ganz nett eigentlich. Speichern, ja. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt für eine, ja, für eine neue Quest freigeschaltet haben. Aber zuerst mal haben wir die Typen freigeschalten. Das ist nämlich die, wie nennt man es denn, die Jagdflotte vom Dorf, die zurückgekehrt ist. So, dann reden wir erstmal mit dem Dorfchef, der ist wichtiger. Aha, jetzt hast du den Mistkerl endlich gesehen, den Azurblitz, den Fürsten der Meere, den stinkenden Seeteufel. Ja, den hab ich mir ausgedacht. Aber du hast den Lagiakus gesehen, oder? Und, kannst du ihn erledigen? Buahaha, du musst nicht antworten. Ich erwarte nicht, dass du ihn sofort losläufst und die Bestie erledigst. Ich bin schon froh, dass du heil zurückgekommen bist. Ich hatte nämlich vergessen, für dich, für deinen Sarg Maße zu nehmen. War ein Scherz. Es war ein guter Tag, denn du bist, wie auch die Jagdflotte, wieder gesund und sicher heimgekehrt. Wir haben 2 unserer 3 Boote verloren. Dies kann man aber ersetzen. Leben nicht.
Also Seeleute, Vorsicht. So, dann reden wir mit der Jagdflotte. Ah, wir leben auf dem Meer und für das Meer. In unseren Adern fließt Salzwasser. Wir sind die stolze Jagdflotte. Unsere Aufgabe ist, das Fischen, die Beute des Meeres, ins Dorf zu bringen. Nadelthunfische frischer als Fisch. Frischer als frisch. Seemonster sind unsere größte Feinde. Es ist unsere Aufgabe, alles zu vertreiben, was das Dorf gefährdet. Warte mal, du bist doch der Jäger von neulich, oder? Für den Landrat siehst du ganz schön hart aus. Hm, wenn die Jagdflotte wieder vollständig ist, können wir euch die Jägern zeigen, wo der Hase läuft. Aber zwei von unseren drei Schiffen wurden vollständig zerstört, als der Lagiakos angegriffen hat. Im Moment ist nur ein Schiff seetüchtig, aber das wird uns nicht vom Fischen abhalten. Hör zu, wenn unsere drei Schiffe sich zusammentun, sind wir dreimal so gut wie du. Stimmt's? Stimmt. Das ist leicht auszurechnen. Drei von uns, du bist einer, minus zwei, neun im Sinn. Ja, stimmt. Wie auch immer, wenn du Fische brauchst, musst du mit der Fischhändlerin da drüben reden. Wenn sie wütend ist, ist sie schlimmer als der Lagiakrus. Also benimm dich und halt dich zurück. Gut, das machen wir. Oh Mann, ist es denn zu glauben? Wenn es nicht das eine ist, ist es was anderes. Was ist aus den ruhigen alten Zeiten geworden, jetzt wo uns diese Lagi sonst was zu leiden? Zumindest können wir eins der Schiffe retten. Und noch wichtiger, unser Jungs leben. Wir werden wieder fischen. Wobei mir einfällt, Du gehörst ja jetzt zu uns. Interessiert es dich, wie die Jagdflotte arbeitet? Ja, von mir aus. Hey, ich dachte es mir doch. Hör zu, Liebling, ich erkläre dir dich. Der Flottenkapitän ist der Boss auf dem Meer. Und ich sag, wo sie hinfahren. Du brauchst was? Sprich mit mir. Aber man sollte auf ihre Erfahrungen hören, bevor man sie losschickt. Sie kennen das Meer am besten. Liegt ihr Ziel in der Nähe, sind sie nach einem Tag zurück. Schickt man sie auf weite Reise, dauert eine Reise länger. Wenn ein Schiff zurück ist, kommst du einfach zu mir. Ich gebe dir einen Anteil am Fang. Das Schiff kann nur begrenzte Ladung aufnehmen. Es muss also aufgeladen werden, bevor es wieder losfahren kann. Und hier, dieses Seegerät wird auf unseren Schiffen verwendet. Das Seegerät kannst du im Entsenden-Menü auswählen. Ich weiß, dass du es klug einsetzen wirst. Und noch was, der Sohn des Chefs kann mit den Fischen der Jagdflotte Rohstoffe für das Dorf herstellen. So, hier haben wir ähnlich wie auf der Farm. Können wir uns halt hier Fische holen. Oder auch, wenn wir sie in dieses dunkle Gewässer schicken, ein paar Schätze. Aber ich würde sagen, was sagen die eigentlich? Morgaküste, gutes Wetter. Das dürfte ein gutes Fang werden. So, und deswegen geht's zur Morgaküste. Dann würden wir da ein bisschen mehr bekommen. Kostet 30 Rohstoffpunkte, aber wir haben ein bisschen was. Und los geht's. Sehr schön. Damit können wir uns unseren Fischvorrat immer ein bisschen oben halten. Und ja, wie gesagt, die Schätze, da bekommen wir halt auch ein bisschen was. Oh hey, eins hatte ich fast vergessen. Es liegt noch eine weitere Bitte vor. Der Cheffarmer möchte seinen Farm eine Pilzbox hinzufügen. Er könnte sie für den Anbau von Pilzen verwenden. Das kostet ein paar Rohstoffe, aber du kannst dadurch viel mehr Pilze einsammeln. Es ist ein guter Tausch. Ich habe dir eine Liste geschrieben. Ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber versuch dir dafür Zeit zu nehmen. So, wie viel braucht ihr denn? 80 Rohstoffpunkte. Okay, das haben wir eigentlich relativ schnell. Müssen wir bloß einmal noch kurz in den Wald. Gehen wir nochmal hier kurz zum Cheffarmer. Da bist du ja. Ich bin dir sehr dankbar. Die Gilde hat mich darüber informiert, dass du dich um die Yagi-Herde gekümmert hast. Ist ja nett, dass die das ganz offiziell machen. Aber mir wäre ein Besuch von der süßen Empfangsdame lieber gewesen. Egal, jedenfalls wollte ich dir das Bombengehäuse hier schenken, als Zeichen meiner Anerkennung. Ein Bombengehäuse allein ist so gefährlich wie eine Feline ohne Krallen, aber du kannst damit Bomben basteln. Kombiniere es für den Anfang doch mal mit einer Blitzbombe. Klingt gut, findest du? Da hast du recht. So, der ist fertig, okay. Dann bekommen wir hier nochmal Kräuter. Und können... Nochmal Kräuter. Machen wir diesmal wieder dreimal, ja. Sehr schön. Und das Problem ist halt, sage ich mal, man bekommt halt keine Rohstoffpunkte, während man auf Gildenquests ist. Und deswegen muss man halt immer wieder in den Morgawald, um da irgendwas zu holen. Das machen wir jetzt auch ganz... Machen wir das ganz fix. Was haben wir denn alles dabei? Ja, geht eigentlich. Bloß diese 7 Punkte kurz holen. Damit unsere Farm effizienter wird.